Hallo zusammen. In dem heutigen Video werden wir mal über MS SQL sprechen und dabei gebe ich euch eine Einführung in die MS SQL Statements, in dem Fall in den Create, Insert und Select Statement. Dabei werden wir eine lokale Datenbank erstellen, dafür benötigt ihr keinen Datenbankserver. Wir werden dann eine Tabelle in dieser Datenbank anlegen, wir tragen ein paar Daten in die Datenbank ein. Und dann werden wir ein paar der Daten selektieren. Ja, Voraussetzungen sind Visual Studio oder irgendeine andere IDE, die MS SQL lokale Datenbanken erstellen kann. Oder auch andere Datenbanken. Ihr könnt auch mit MySQL oder, keine Ahnung, Oracle SQL, was auch immer, in dem Fall probieren zu arbeiten. Wobei die Select Statements ein bisschen anders sein könnten. Kommen wir dann zum Visual Studio. In dem Fall benötigt ihr kein Projekt. Ihr müsst einfach nur Visual Studio geöffnet haben. Dann geht ihr auf Tools. Hier gibt es SQL Server. Ach, hier Connect to Database. Wir klicken mal dahin. Jetzt geht er hier auf. So, ich wollte, genau. Normalerweise sollte dieses Fenster kommen, wenn ihr auf Connect to Database klickt. Hier müsst ihr SQL Server Database File auswählen und dann auf OK klicken. Und dann tragt ihr hier eure Database File ein. Wo werden wir diese anlegen am besten? YouTube Tutorials, neuer Ordner, SQL. Und hier dann in My first database. Tragen wir rein, klicken auf OK. Ja, jetzt wird sie erstellt. Und jetzt ist sie hier links vorhanden. Wir klappen dies auf. Hier haben wir ein paar Ordner, Tables, Views und so weiter. Wir interessieren uns heute nur für Tables. Klappen das auf, da ist noch nichts drin. Wir klicken rechts auf die Database. New Query, damit können wir jetzt eine Query erstellen. Jetzt wollen wir zum Erstellen einer, weil die Datenbank haben wir jetzt erstellt, jetzt wollen wir die Tabelle oder eine Tabelle in der Datenbank erstellen, in der unsere Daten reinkommen. In dem Fall, das macht man mit einem Create Statement. Dann sagt man Table. Create Table, danach sagt man den Tabellennamen, zum Beispiel Employee für Mitarbeiter und danach Klammer auf, Klammer zu. So würde man eine Tabelle erstellen. Also nochmal. Create Table, das sind die zwei Keywörter, die benötigt werden. Immer und dann Table Name. Klammer auf, Klammer zu und hier kommen dann die einzelnen Spalten rein. Wie erstellen wir die Spalten? Wir sagen zum Beispiel, wir wollen eine ID-Spalte haben. Die soll vom Datentyp int sein. Da soll ein Primary Key sein, also dass das die Schlüsselspalte dieser Tabelle ist und die soll mit einer Identity von 1,1 belegt werden. Das heißt, dass in dieser Spalte jedes Mal, wenn wir einen neuen Eintrag in unsere Tabelle schreiben, würde dann automatisch eine ID angelegt werden. Wir müssen uns dann nicht mehr darum kümmern. Und diese ID würde jedes Mal bei 1 anfangen und jedes Mal um 1 steigen. Wenn wir zum Beispiel hier eintragen 100, dann wäre die erste ID 100, die nächste 101. Oder 110, dann wäre die erste ID 100, die nächste 110, die übernächste 120 und so weiter. Wir machen 1,1. Das ist unsere ID, weil fast jede Tabelle sollte eine ID haben. Darüber kann man dann die einzelnen Zeilen, ich habe das Wort vergessen. Dadurch sind die einzelnen Zeilen einzigartig markiert. Also damit kannst du dann sagen, mein Mitarbeiter Dmitri Patuk hat die ID 1 und es gibt nur einen einzelnen Mitarbeiter mit dieser ID. Mir fällt gerade
Ja, man stellt dadurch die Einzigartigkeit einer Zeile her. Gut, dann haben wir Employee. Wir machen das First Name, die Spalte, und diese ist vom Typ String. Der heißt bei SQL ein var char. Es gibt noch andere Charakterdatentypen. Meistens verwendet man ein var char und dann sagt man, wie lang der sein soll. Maximal 50 Zeichen. Und dann sage ich, darf dieser Wert null sein? Also muss diese Spalte immer einen Wert haben? Ich sage not null. Die darf niemals null sein. Dann haben wir last name, weil jeder Mitarbeiter sollte einen First Name und einen Last Name haben. Wir dürfen keine Mitarbeiter ohne diese Werte haben. Dann, was können wir sonst nehmen? Birthday. Das machen wir vom Datentyp Date Time 2 not null. Oder wir machen noch vom Date Type Time. Und wir haben First Name, Last Name, User Name. Diesen machen wir auch 50 not null. Dann machen wir ein Passwort. Zweihundertfünfundfünfzig Zeichen. Vielleicht werden wir das auch verschlüsseln. Weiß ich noch nicht. Und so seht ihr, wir geben einfach nur die ganzen Spalten einer Tabelle an, die wir jetzt in unserer Tabelle haben wollen. ID, First Name, Last Name, Birthday, Username, Passwort. Was können wir sonst noch anlegen? Ja, reicht aus. Wir können weitere Zeilen später hinzufügen. Das ist unser Create Statement. Wir führen den jetzt mal aus, einmal mit der 5. Okay, 5 wird hier nicht übernommen. Genau. Wir haben jetzt hier auf Play gedrückt und dadurch wurde der hier ausgeführt. Wir können jetzt die Tables refreshen und wir sehen unsere neue Tabelle. Wir klappen die mal auf und wir sehen hier die einzelnen Spalten. Jetzt können wir da rechts draufklicken, können wir Select from. Ja, schade. Dann bauen wir jetzt unsere weitere Query, um Daten aus dieser Tabelle zu selektieren. Das passiert, mit dem man ein Select schreibt. Dann sagt man die einzelnen Spalten, die ich selektieren will. ID, First Name, Last Name. Ich will zum Beispiel nur diese drei Spalten selektieren. Dann sage ich from, aus welcher Tabelle will ich selektieren? Employee. Und das ist jetzt so eine einfache Query. Es geht noch einfacher, wenn ich alle Spalten auf einmal selektieren will. Das mache ich dann mit einem Stern. Jetzt führen wir das mal aus. Und wie ihr seht, da unten ist die. Ich kann das leider nicht größer machen. Kann ich hier irgendwie zoomen? Schade. Aber das sind unsere Spalten, die wir selektiert haben mit dem Stern. Wenn ich hier ID, First Name reinschreibe und das nochmal ausführe, sehen wir nur diese zwei Spalten. Aber fügen wir jetzt mal Daten hinzu. Tabelle erstellen. Alle Daten der Tabelle anzeigen. Daten in die Tabelle schreiben. Das macht man mit einem Insert Statement. Insert, ich will Daten einfügen. Insert, wo will ich die Daten einfügen? Into Employer. Dann sage ich, welche Daten will ich, also welche Spalten will ich beschreiben. Ich will die First Name, Last Name, Birthday, Username beschreiben. Und dann sage ich, welche Werte da reinkommen. Mitri, Patok.
Und Username, Patok D, alles in Anführungszeichen. Jetzt führen wir das mal aus und jetzt würde uns theoretisch ein Fehler angegeben werden. Warum? Wir sehen das mal. Genau. Cannot insert the null value into column user password. Damit ihr das besser seht. Das ist unser Fehler. Warum kommt dieser Fehler? Weil wir hier gesagt haben in dieser Column not null. Also muss hier immer etwas angegeben werden. Das machen wir jetzt. Und wir speichern den String einfach im Klartext. Passwörter sollten in der Datenbank nie im Klartext gespeichert werden, aber in dem Fall machen wir das jetzt mal als Beispiel. Wir führen das nochmal aus und schauen, was passiert. Wir sehen eine Row-Effekte, das heißt, eine Zeile wurde hinzugefügt. Warum sagt er jetzt bei der Identity oder bei der ID-Int-Spalte nichts, also keine Fehlermeldung, obwohl wir die hier vorne nicht angegeben haben? Weil wir hier gesagt haben, das ist eine Identity und erstelle hier die IDs mit einer Schrittweite von 1. Wir können jetzt mal Daten selektieren. Ich klicke mal auf Play. Und wir sehen hier unsere Daten, die ich vorher eingegeben habe. So einfach ist SQL. Wir können jetzt mal ein paar andere Selects bauen. Oder wir fügen mal noch ein paar Werte ein. Ja, nennen wir das dann 1, last name. Ich habe keine Fantasie bezüglich solcher Namen. Das nennen wir last name 2. E, super Passwort 1. Wir fügen jetzt diesen Mitarbeiter hinzu. Ich muss hier oben auf. Genau. Wir selektieren wieder. Und wir haben zwei Einträge, wie ihr seht. Sehr gut. Jetzt können wir filtern. Wie filtern wir? Mit einem Where-Statement. Ich kopiere das mal. Ah, und ich habe das vergessen zu sagen, wenn er hier eine Query markiert und dann auf Play drückt, dann wird nur diese markierte Query ausgeführt. Wir können zum Beispiel zwei markieren und auf Play drücken und wir sehen, zwei Queries wurden ausgeführt. Wenn ich nichts markiere, dann wird alles ausgeführt. Aber wir wollen jetzt mal filtern. Ich will alle Spalten selektieren aus der Tabelle Employee. Und ich will anhand der Last Name filtern. Der Last Name ist gleich Patok. Wir führen das mal aus. Ich drücke immer auf 5 Ausgewohnheit. Ja, und jetzt haben wir nur einen Benutzer selektiert. Ja, so einfach ist das. Wir können hier Verknüpfungen machen und zum Beispiel mit end, dann sage ich where last name Patok end für die nächste Spalte, zum Beispiel first name ist gleich Dmitri. Dann würden wir alle Mitarbeiter selektieren, deren last name Patok und first name Dmitri ist. Wenn ich hier aber ein or reinfüge, dann kann ich zum Beispiel auch noch, wir legen mal noch ein Employee 2, last name 3. Damit ich mal das besser demonstrieren kann. Jetzt habe ich wieder F5 gedrückt. Jetzt haben wir drei Mitarbeiter. Und wir wollen mal noch den Last Name diesen hier selektieren. Also entweder Patok oder Last Name 2. Wir führen das mal aus. Und wie ihr seht, ich habe nur diese zwei Datensätze von drei Datensätzen selektiert. Also das scheint sehr gut zu funktionieren. Und wie gesagt, so einfach ist das SQL. Da müsst ihr jetzt keine besonderen... Man muss nur ein paar
Queries lernen, man muss lernen, wie diese Queries aufgebaut werden und dann, ja, war es das eigentlich. Zumindest im Bereich von Queries. Wie man diese Queries dann verknüpfen kann, das kann extrem komplex werden. Es gibt zum Beispiel auch noch Views, es gibt Construct Procedures, Functions und noch viel mehr. Aber die Sprache an sich ist relativ einfach und leicht zu lernen. Ja gut, ich freue mich, dass ihr mal wieder dabei wart und hoffe, dass ihr viel dabei gelernt habt. Bis zum nächsten Mal. Ja, ganz kurz, zum nächsten Mal werden wir dann weitere Filter einbauen. Wir werden Daten ändern, neue Daten hinzufügen, vielleicht ein paar Daten löschen, noch eine weitere Tabelle aufbauen und so weiter. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.